Herzlich willkommen. Wussten Sie, dass die allergrößte Angst der Menschen vor dem Alter nicht die Altersarmut ist und auch nicht vielleicht einmal nichts zu essen zu haben, sondern die allergrößte Angst der Menschen vor dem Alter ist die Angst vor Alzheimer, vor dieser Alzheimer-Demenz, wie das im Umgangssprachlichen heißt. Und man sagt nicht umsonst, es gibt den Ausspruch, man muss nur alt genug werden, dann bekommt jeder einmal Alzheimer. Das ist schon lange, lange überholt. Und ich möchte einmal mit ein paar Mythen hier in diesem Video aufräumen. Bleiben Sie dran. Der Gedanke daran, im Alter einmal nicht mehr Herr seiner Sinne zu sein, zu vergessen sozusagen, der ängstigt viele Menschen. Aber das ist wirklich eine Sache, die unbegründet ist. Denn man hat mittlerweile festgestellt, dass diese Alzheimer-Erkrankung nicht unbedingt eine genetische Disposition ist und auch nichts damit mit dem Alter zu tun hat, sondern Alzheimer ist eine Mangelerkrankung. Das ist eine Mangelerkrankung von verschiedenen Stoffen, die dem Gehirn sozusagen fehlen. Und die Meinung, einen Mangel mit Medikamenten ausgleichen zu können, das ist eine vollkommen irreführende These. Denn zum Beispiel schauen wir hin, wenn eine Pflanze unter Wassermangel leidet, was passiert dann? Sie wird anfällig für Parasiten, sie wird anfällig für Insekten und irgendwann geht sie zugrunde. Und der Bauer oder der Gärtner oder Sie würden da ja jetzt nicht dahergehen und würden die Pflanzen mit irgendwelchen Pflanzenschutzmitteln oder so etwas behandeln, sondern was würden Sie tun? Sie würden als allererstes Mal der Pflanze Wasser geben, weil sie hat ja ganz offensichtlich einen Mangel an Wasser. Und was machen wir, wenn es um Krankheiten geht? Wir versuchen, den Mangel mit Medikamenten auszugleichen. Und das ist eine vollkommen falsche Herangehensweise. Ich muss den Mangel ausgleichen. Ich muss schauen, woran mangelt es mir? Und gerade bei Alzheimer hat man jetzt sehr wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Und ich muss sagen, zum Teil wieder auch leider in Tierversuchen. Man hat nämlich zum Beispiel Mäusen, hat man die Gene von Alzheimer-kranken Patienten eingepflanzt und die Mäuse sind ausschließlich dann auch an Alzheimer erkrankt. Und jetzt muss man wissen, eine Labormaus hat ungefähr so 30 mal 30 cm Lebensraum. Und die Mäuse, die in diesem Lebensraum waren, die sind eben ausschließlich auch erkrankt an Alzheimer. Aber dann hat man das Experiment gemacht und hat sozusagen den anderen Mäusen hat man einfach ein Laufrad reingestellt, wie so ein Hamsterrad. So, und dann hat man festgestellt, dass diese Bewegung, dass nur diese Bewegung ausgereicht hat, damit die Mäuse keinen Alzheimer bekommen haben, trotz dass man denen die Gene eingepflanzt hat. Und das muss man doch jetzt wieder mal auf uns Menschen adaptieren. Was sind wir Menschen? Wir sind ja im Moment, wir sind wie Labormäuse. Muss man so sagen, wir sind irgendwo wie Labormäuse, wir bewegen uns zu wenig, wir sind in ganz kleinen, begrenzten Räumen und je älter ich werde, desto offensichtlicher wird es auch. Wo macht sich denn Alzheimer im Gehirn vor allen Dingen bemerkbar? Im Hippocampus, im Archekortex sozusagen. Das ist eine ganz, ganz empfindliche Struktur des Gehirnes, die aber auch als allereinzige Struktur des Gehirnes die Fähigkeit hat zu wachsen. Also das heißt, dass sich dort neue Zellen bilden. Und das ist das Problem, nämlich dass mit dem Alter jedes Lebensjahr sozusagen der Hippocampus um 1,5% sich verringert, also dieses Volumen sozusagen. Und da gibt es die Volumenetrie, also das ist praktisch auch eine Nachweis, eine Diagnostik, die man betreiben kann, um zu sehen, wie groß ist der Hippocampus. Und man hat eben festgestellt, dass gerade bei diesen Alzheimer-Patienten, dass der Hippocampus dort schon sehr, sehr geschrumpft war. Und die dort sozusagen nichts dafür getan haben in den Jahren, damit dort diese Zellen, dieses Zellwachstum angeregt wird. Der Hippocampus, der speichert eben auch unser Erfahrungswissen, weshalb dann auch gerade bei den Menschen, die das haben, vielleicht so ganz, ganz, ganz weit weg das Erfahrungswissen, das ist noch da. Aber das, wenn er neues Erfahrungswissen speichern soll, beispielsweise, was esse ich heute, weiß ich es morgen noch, weiß ich morgen noch, was vor einer Woche war, das kann er dann nicht mehr speichern, weil die Strukturen einfach zu klein geworden sind. Er steht uns nicht mehr in dem Volumen zur Verfügung. Und jetzt hat man eine Studie gemacht, wo man praktisch Altenheimbewohner, Senioren, die in Seniorenheimen untergebracht sind, in Gruppen eingeteilt hat. Die eine Gruppe, die
musste oder durfte am Tag maximal 400 Meter laufen, weil diese 400 Meter laufen, das ist so der Durchschnittsbewegungsradius eines Menschen, der im Seniorenheim ist. Und das ist so wenig, wenig, wenig. Also die mussten dann auch die 400 Meter am Tag laufen. Das muss man darüber nachdenken. Menschen, die beispielsweise in der Pandemie nur in ihr Zimmer, ja, eingesperrt waren, wenn ich das jetzt mal in dem Verhältnis zu dem Mäuse Experiment sehe, dass man den Mäusen nur ein Laufrad gegeben hat und die dadurch vor Alzheimer geschützt waren. So, was macht es mit den Menschen, die in Zimmern eingesperrt sind, die gar nicht mehr rauskommen? Das war die eine Gruppe mit den 400 Meter Laufen am Tag. Und die andere Gruppe, die musste am Tag anderthalb Stunden spazieren gehen. Spazieren möglichst draußen noch an der frischen Luft und möglichst noch in einer Umgebung, wo immer wieder neue Eindrücke gekommen sind. Und dann hat man aber festgestellt, in der anderen Gruppe, die sich täglich die anderthalb Stunden im Freien bewegen mussten, ist der Hippocampus um 2,5% gewachsen. Und da sind ja schon von den 2,5%, die es gewachsen ist, und von den minus 1,5%, wo ich sowieso eine Reduktion hätte, das heißt 3,4% oder 4% habe ich dann sozusagen mehr Volumen. Und dieses Volumen, diese Zellen sind die einzigen, die sich im Gehirn, die oder in den Gehirnstrukturen, die eben ständig im Wachstum noch sind, bis zum Lebensende. Und das ist das, was man absolut unterschätzt, wenn man geht mit Alzheimer. Alzheimer ist eben der Mangel, beispielsweise der Mangel an Bewegung. Also das ist erstmal der erste Fakt. Und Bewegung kann ich nicht mit einer Pille wegbringen. Und dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass es ja kein Medikament gegen Alzheimer gibt. Es gab mal eine Firma, Elnus oder so, wie sie hieß, die hatte dann einen Impfstoff entwickelt und es sind dort aber ein paar Menschen daran verstorben. Also wurde das auch wieder vom Markt genommen, sehr schnell. Aber es nützt dir ja sowieso nichts, weil wenn ich an die Ursachen nicht herangehe, und die Ursachen kann ich ja nur wissen, wenn ich weiß, dass der Hippocampus, dass unser Archikortex, dass der einfach sein Leben lang wachsen kann. Also, was kann ich tun, damit mein Kortex ein Leben lang wächst, außerhalb der Bewegung? Die Bewegung ist ein Punkt. Das hat man an diesen Mäuseexperimenten nachgewiesen. Aber das Gehirn braucht ja auch eine ganz besondere Ernährung. Ich brauche zum Beispiel das DHA, was in Fischen ist, was in Algenölkapseln beispielsweise ist. Denn man hat auch wieder festgestellt, dass die Veganer, die eben absolut kein DHA zu sich nehmen, also wenn sie da jetzt nicht Algenölkapseln zu sich nehmen, dass der auch dieser Hippocampus mehr und mehr und mehr kleiner wird. Und dann ist es natürlich eine Frage der Zeit. Dieses Veganertum hat sich ja jetzt erst in unseren, ich sag mal, Generationen, in unserer Generation so nach oben geschraubt. Und ist es dann vielleicht die nächste Generation Alzheimer-Erkrankungen, die wir haben, was im Moment noch gar niemand auf dem Schirm hat? Also sollten die wirklich ein gutes Algenöl nehmen? Algenöl ist auch mal hier unten eins verlinkt, weil wovon ernähren sich die Fische? Von Algen. Und wenn ich keine Fischen essen möchte oder ich kann nicht jeden Tag Fisch essen, dann sollte ich eben ein Algenöl zu mir nehmen. Auch zum DHA oder überhaupt zu den Proteinen fürs Gehirn hatte ich auch schon mal ein Video gemacht, ist mal hier oben verlinkt. Einfach mal so, man muss die Informationen ja zusammentragen. Ja, das wäre diese Ernährung. Die Proteine, die sowieso sehr, sehr wichtig sind, die ich eben in pflanzlichen Proteinen habe. Jetzt kommt natürlich eine Sache dazu. Auch die Arachidonsäure brauche ich für mein Gehirn. Unser Problem ist nur, die Arachidonsäure, auch mal hier ein Video verlinkt, ist ja für uns schädlich. Sie macht ja Entzündungen im Körper, weshalb ich sozusagen Arachidonsäure, Omega-6-Fette vermeiden sollte. Fürs Gehirn brauche ich sie wiederum. Unser Problem ist ja, dass wir zu viel von der Arachidonsäure zu uns nehmen und zu wenig von den Omega-3-Fetten. Also bleibt es dann trotzdem dabei, dass ich dann wirklich ja, alles, was jetzt entzündungsfördernde Lebensmittel sind, was eben das Fleisch ist. Mal abgesehen davon, in unserem Lebensalter macht eben dieses Fleisch auch noch den mTOR, dieses Wachstumshormon, was es enorm anregt, weshalb ich es reduzieren sollte. Aber ist jetzt gar nicht das Thema. Das Gehirn braucht Arachidonsäure und das Gehirn braucht DHA. Und das DHA bekomme ich wiederum über die Algenölkapseln oder dass ich regelmäßig Fisch esse. Da sind wir auch wieder in der mediterranen Ernährung. Eine mediterrane Ernährung für uns ab der Lebensmitte ist wirklich essentiell, wenn ich gesund bleiben will, wenn ich eben Alzheimer vorbeugen will. Und das sind einfach jetzt mal diese Punkte gewesen. Ich möchte das Video nicht wieder so lange, weil so lange kann auch keiner zuhören, aber ich könnte noch eine Stunde wahrscheinlich darüber referieren. Diese Ernährung so zu gestalten, dass sie meinem Hirn
Nährstoffe gibt, dass ich nicht in einen Mangel an Nährstoffen komme und mich zu bewegen. Und diese beiden Punkte, die sind doch einfach so einfach, weil einfach, einfach, einfach ist. Und das möchte ich heute einfach angeregt haben. Schauen Sie dahin, haben Sie keine Angst vor Alzheimer, sondern schauen Sie, dass Sie sich regelmäßig bewegen, ausreichend bewegen und dass Sie sich gut ernähren. Und dann hat Alzheimer im Normalfall überhaupt gar keine Chance, auch wenn Sie in Anführungsstrichen die Gene in sich haben. Das war's für heute. Schauen Sie gerne noch in die Mediathek. Ihre Nadja Knoblauch.